Und weiter geht's auf meinem Kanal mit einer neuen Folge von Cities Skylines. Ja, hier in der letzten Folge haben wir angefangen, unser Fischereigebiet ein wenig auszubauen. Da eben hinten haben wir noch ein kleines, aber bestehendes Müllproblem, wie es scheint. Gucken wir erstmal. Und natürlich, wie soll es auch anders sein? It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. So. Okay, die Verbindung kann wohl weg. Die Fischereiverbindung hier braucht kein Mensch mehr. Da war einer den ganzen Driss an. In der letzten Folge haben wir ja versucht, ein wenig hier für Lachse zu sorgen. Hier in der Schleuse ist Lachs en masse. Hier ist jetzt auch Lachs vorhanden, aber auch nur, weil ich kurz nachdem ich die letzte Folge beendet habe, hier eine kleine Änderung noch vorgenommen habe. Nämlich, ich habe hier noch eine kleine Schräge mit reingebaut. So. Was sagt die Erde? Ist noch genug da? Sehr schön. Bleibt es denn da auch beim Lachs? Nein. War natürlich zu erwarten, dass es da nicht so mit dem Lachs bleibt. War klar gewesen. Gut, was machen wir denn da? Ich würde sagen, dann legen wir erstmal hier den Lachs in den... Zwischenbereich rein. Wasser dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ach ja, der Kanal, der Kanal, der Kanal. Selten dämlich wie ich bin, habe ich vergessen, dass ich den Kanal, die Wasserrohre natürlich nicht über den Kanal hinauslegen kann. War auch kein Problem. Legen wir ihn sie halt drumherum. So, so. So einfach, Freunde. Und schon haben wir Wasser. Natürlich fehlt es jetzt an Strom. Stromberg. Und natürlich darf die Straßenanbindung nicht fehlen. Nee, ich möchte das aber gerade haben. Geht wahrscheinlich nicht gerade, weil ich hier auf dem Stück, weil das Stück hier der normalen Straße gehört. Gucken wir mal. Da seht ihr, genau das meine ich. Könnten also rein theoretisch nur da hochziehen, aber auch kein Problem. Wir sind hier äußerst flexibel, was das betrifft, mehr oder minder. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Ups. Was ist denn das für ein... Nee. Ups. Jetzt aber. Not enough money. Okay. Das alles über dieses klitzekleine Kreuz hier.
ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber noch sieht es ganz gut aus. Denn das Schöne ist, bei einem Industriegebiet ist das nicht ganz so wichtig. Wir haben aber noch hier immer die Möglichkeit, noch weitere Upgrades einzufügen. Vorausgesetzt, das Money ist da, die Getreidemühle, als auch der Viehstall. Ich würde sagen, wir brauchen eine Getreidemühle als nächstes für 15.000 Öre. Wo können wir die denn reinsetzen? Ah, da ist sie. So, Aufbereitungsanlagen müssen innerhalb eines Industriegebietes verfügbar sein. Gut. Wunderbar, so gefällt mir das schon ganz gut. Dann können wir auch hier die Getreidemühle ansiedeln. Leeren. Oh, das scheint nicht so zu funktionieren, wie ich es wollte. Gut, wir müssen also definitiv den ein oder anderen Müllbereich aufbauen. Nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Mal absenken. Mats, da war zu voll. Das wird unser neuer Müllpark. Keine sehr angenehme Aufgabe, aber eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Sehr gut. So. Ja. Sind denn das? 2, 4, 6, 8. Okay, muss also noch ein bisschen was dran. 2, 4, 6. Oh, Moment. 2, 4, 6, 8. Also dahin. Passt wie die Faust aufs Auge. Das wird jetzt unser Müllpark werden. Die nächsten kommen dann hier hin, wobei das mit dem kleinen Zwischenhügel hier ein kleines Problem geben könnte, aber nicht geben muss. So, was sagt hier? 88% voll, leert sich. Muss ehrlich zugeben, ich habe in den letzten Folgen natürlich die Müllabholung vollständig ignoriert. Das rächt sich jetzt. Aber hey, that is not a problem for me. Guckt sich mal einer diese fleißigen Bienchen hier an. Genauso erwarte ich das. Aber sie sind schon heavy am Fahren, wie man sieht. Nach und nach verschwinden die Mülltonnen. Ganz langsam. Ja, und auch hier unser neues Wohngebiet fängt langsam an, sich zu entwickeln. Können wir noch ein paar...
2, 3, 4. 2, 3, 4. Höp. Höp. So, hier das Stückchen lassen wir frei. Ach, jetzt habe ich natürlich meine eigene Regel mir gebrochen. Ich wollte eigentlich nicht hier direkt welche an der Station bauen. Aber hey, kein Problem. So. Haben wir da Wasser überhaupt? Ja, haben wir. Passt. Schön nach rüber. Wohl, können wir eigentlich so lassen. Dann ziehen wir den einfach von hier. Ich möchte da auf die Hälfte hin. Ja, vielleicht reicht das ja da genau in diese Cluster rein. Ja, passt. Nee, ich möchte genau daneben. Ja. Es will nicht. Na, egal. Kein Problem. Das sieht doch schon mal stabil aus. Warum werden jetzt hier so viele Leute krank? Der Boden ist verseucht. Deswegen fährt der Bürger übel. Okay, warum ist der Boden denn immer noch verseucht? Da war doch nie Industrie gewesen. Verschmutzung ist da auch nicht. Verstehe ich nicht. Gut, dann sollten wir da auf jeden Fall. Ja, so müssen wir auf jeden Fall eine Arztpraxis hinsetzen. Machen wir direkt hier oben. Gibt es hier auch kleiner? Ja. So, das Müllproblem ist auch
beseitigt. Die Deponie kann verschoben werden. Guck mal, die ist schon voll. Alter Falter. Auch kein Problem. Dürfte jetzt erstmal für eine Zeit reichen. So, die kann natürlich wieder anfahren. 13% voll. 47% voll. Sehr schön. So, wir sollten hier in dem Industriegebiet natürlich noch ein paar Plantagen bauen. Okay. Mais, Weizen, Kartoffeln. Sehr schön. Wir werden auch demnächst dann anfangen, hier die Wildtierproduktion anzufahren. Mais, da haben wir Kartoffeln, Weizen, Kartoffeln ist richtig, dann kommt hier Mais hin. Sehr schön, und ich würde sagen, wir setzen die tatsächlich noch ein bisschen weil da ein bisschen die starke Verkehrsdynamik wegnehmen. Ups. Dann wird es ein wenig schief, ist ja auch egal. Sehr schön. Und unsere Fischerei, wie läuft die? Gut. Ich. Gut, was haben wir denn noch nicht? Muscheln, Lachs, Sardellen. Fischereihafen normal. Die Aquakultur. Aquakulturen können hohe Erträge erzielen und arbeiten mit Wachstumszyklen. Sie schicken die Erträge zu Fischfabriken oder Märkten. Fisch kann auch exportiert werden. Aquakulturen können auf kleinen Seen angelegt werden. Sie werden von Wasserverschmutzung beeinträchtigt. Okay. Probieren wir einfach mal aus. Ich meine, was haben wir so verlieren? Außer unseren guten Ruf. Nee. So, haben wir da Wasser? Ja, haben wir. Ah, und wunderbar, das sind diese Aquakulturen. Oh, guck sich mal einer dieses Nadelöhr an. Da haben wir auf jeden Fall was Schönes geschaffen.
Da ist auch schon die nächste leer. Sehr gut. Direkt versetzen. Wieder aktivieren. Was sagt die hier? 29%. 20%. So. Und hier an diesem Stückchen werden wir normale Industrie hinsetzen, die wir später dann speziell zu, wie heißt es? Zu Bürogebäuden umbauen werden. So. Natürlich unterbrochen, aber das ist auch gar kein Problem. So, machen wir das halt so rum. Das haben wir mehr als genug da. Hier lassen wir ein bisschen Platz. Natürlich ist diese Winston Ward Straße jetzt auch nur eine Übergangslösung. Wir müssen mal gucken, ob das Schachbrett da passt. Natürlich nicht. Fehlt einer. Da ist er. Sehr gut. Passt das mit den Lachsen noch? Nein, natürlich nicht. Kein Problem. Mal eine andere Fabrik hin. So. Muss ja hier auch irgendwo eine Muschelfabrik geben. Aquakultur. Muscheln. Ach, die kann ich noch gar nicht. Gut. Setzen wir da einen ganz normalen Fischereikutter hin. So, und den schicken wir dann einfach hier in unser Muschelgebiet rein. So. Machen wir es so. Hä? Wieso sind die alle krank? Wieso verseuchter Boden? Da ist kein verseuchter Boden. Ah. Moment, das ist wahrscheinlich zu nah. Ja. Oh. Es dürfte auch dieses nachlassen. Es war zu nah hier an dem Verschmutzungsradio von dem Wasser gewesen.
Klar. So, die ist auch leer. So, 8 waren das gewesen. 2, 4, 6, 8. Dahin. Gucken, passt das? Passt, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Aber selbstverständlich ist das nicht alles, was wir an Müll haben werden. Wir werden natürlich auch Recycling-Zentren setzen. Nur nicht direkt an die Autobahnausfahrt, sondern ganz Bams. Ja, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so richtig. Ja, macht nichts, setzen wir trotzdem dahin. So. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. So, hier sollen sich natürlich unsere Industriemitarbeiter auch ein wenig wohlfühlen. Das heißt, wir setzen hier irgendwo einen kleinen Park hin. Übergang, so können sie wunderschön flanieren zwischen der Arbeit. Auch wenn die Bäume sofort braun werden. Ja, die Verschmutzung ist weg. Sehr gut. So, haben die da oben überhaupt Strom? Ja, haben sie. Das heißt, wir können hier die Herzlichen Glückwunsch, Nellys Obstgarten hat Stufe 3 erreicht. Gebietsboni, Effizienz plus 8%, Verschmutzung minus 20%. Die folgenden Gebäude werden freigeschaltet. Limonadenfabrik, ah, es geht nichts über Limonade. Melkstand, mittleres Getreidefeld, mittleres Obstfeld. Dankeschön. Das klingt doch praktisch. So, das Industriegebiet hier oben lassen wir immer noch für sich. Währenddessen können wir ja hier die Wasser langsam wegnehmen. Da hat schon einer mit der Lärmbelästigung zu kämpfen, als ob ich es erwartet hätte. Ja. Warum will das da nicht hin? So.
Wenn du dich da nicht wohl fühlst, zieh aus. Stattdessen setzen wir ein kleines... Moment. Toll, habe ich den Nachbarn mitgelöscht? Ja, habe ich. So. Platz für einen kleinen Walmart haben wir immer. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir müssen auch noch eine weitere Linie einrichten. Wo fangen wir sie denn an, diese Linie? Okay. Alternativ setzen wir natürlich hierhin eine, dahin eine. Und schon haben wir die gesamten Bereiche abgedeckt. Sehr schön. Moment, das sollte doch eigentlich ein... Jetzt fängt der auch noch an. 1, 2, 3. Dann halt so. Ach, die Uhrzeit. Oh, schon wieder 32 Minuten. Ja, doch. Kann sich sehen lassen. Sieht doch schon mal recht schnuckelig aus für unser 6000 Seelendorf, das wir fast haben. Ja, Freunde, und das war es auch schon wieder gewesen für diese Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Ansonsten haltet die Ohren steif. Euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis später denn. Ciao, ciao.